Homes, Freunde, willkommen in eine sehr, sehr schöne Immobilie. Und wenn die Immobilie schön ist, dann präsentieren wir auch sehr, sehr gerne. Ich möchte, bevor ich die Immobilie euch zeige, zeige ich euch mal den Standort. Also, dieser Standort ist was Besonderes. Wir haben hier einige Immobilien aufgenommen. Könnt ihr euch vorstellen, Freunde, euch hier anzulehnen und diesen Fluss zu beobachten? Das Wasser ist so sauber, wie wenn aus dem Leitung kommen würde. Ansonsten hat man hier einen Sportplatz, was niemals zugebaut werden wird. Vorne haben wir das Meer. Man hat als 300 Meter aufgeschrieben. Es ist eine beruhigte Zone hier. Diese Strandpromenade ist wunderschön gelegen. Also, wenn man sagt, Erçan, ich will jeden Tag ins Meer und ich möchte nicht unbedingt in diese Verkehrsdichte rübergehen. Ich will zu Fuß gehen, kein Bergsteigen. Dann seid ihr zu 100% hier richtig. Links von uns ist eine Tennisanlage, wo sehr, sehr viele aus Deutschland, ältere Herren zum Beispiel, sich absichtlich hier niedergelassen haben, damit die jeden Tag Tennis spielen können. Da finden sich so Meisterschaften statt und so weiter. Ist sehr, sehr gut gelegen. Wie gesagt, nochmal, dieser Fluss mündet in das Meer. Und das Meer ist unten. Man kann zu Fuß laufen. Einkaufsmöglichkeiten sind zu Fuß zu erreichen. Die Anlage wird meist von Europäern bewohnt. Auch die Besitzer von dieser Wohnung sind auch Europäer. Und die wollen es verkaufen, weil die in die Jahre gekommen sind, also sehr, sehr alt sind, deren Kinder vermissen. Deswegen haben wir den Auftrag, diese Immobilie zu verkaufen. Die Immobilie ist picobello, also ihr müsst hier gar nichts machen. Wir haben hier eine amerikanische Küche. In dieser Zeile ist alles, was man braucht, schon drauf. Das heißt Dunstabzug, Gasherd, die Herren kochen wahrscheinlich gerne. Auch gut, ein Elektroplatte ist auch dabei und drei Gasherd. Ich suche die Spülmaschine, Jenny. Da ist zum Beispiel die Waschmaschine auch dabei. Marke Siemens. Ob Jenny Erfolg hat, ja, muss ich mich geschlagen geben. Da ist die Spülmaschine. Ansonsten, die Küche hat ungefähr so 4,50 Meter Breite. Ein alleinstehender Kühlschrank ist da. Genügend Stauräume sind da. Die Küchenschränke sind picobello sauber, Holzoptik, auch das ist mal warm. Ansonsten hat man hier Essbereich mit 6 Stühlen. Boden ist Fliesen, das ist 30 x 60 Fliesen, schauen auch gut aus, mediterran muss ich sagen. Stuckarbeiten natürlich wunderschön gemacht. Ansonsten hat man hier eine kleine, was heißt kleine? Eigentlich können hier 4 Personen leicht Platz nehmen. Fernseher einschalten, wenn man den Fan sehen möchte. Wobei man hier aus dem Fenster auch das Wasser sieht. Ist zwar Flusswasser, aber kommt von den Bergen hinten, fließt in das Meer rein. Was hier sehr, sehr schön ist, Jenny, du weißt ja ganz genau, diese Strandpromenade ist, eignet sich zum Spazierengehen, zum Sport machen. Es sind Geräte dort. Und das Meer hat einen riesen Strandabteil, also Sandstrand, wo man Volleyball spielen kann, wo man sehr, sehr viele Gleichgesinnte finden kann. Okay, hier haben wir nochmal einen Schrank. Dann kommen wir zum Flur rüber. Hier hat man einen Rundbogen gemacht. Auch dieser Schrank ist sehr gut angepasst hier. Nicht sehr, sehr breit. Trotzdem würden die Schuhe reinpassen. Bevor man rausgeht, schaut man sich im Spiegel an, macht eine Bizeps-Pose. Oder Jenny, du würdest deinen Trizeps zeigen, weil du letztens deinen Trizeps entdeckt hast. Okay, hier, das war gemein, entdeckt. Aber okay, hier kann man sein Klamotten aufhängen, ansonsten Sicherungskasten, ganz normal. Hier nochmal Schuhschrank, Stalltür. Dann zeige ich euch das Badezimmer hier. Jenny, geh bitte rein. Also ich muss sagen, wir haben ja immer wieder gerätselt und so weiter. Darf ich mal rein, bitte? Warum man das so oder so macht. Je mehr wir hier was sehen, desto mehr akzeptieren wir oder verstehen wir,
warum man diese Marmorplatten hergenommen hat. Unzerstörbar, leicht zu pflegen und schaut gut aus. Ja, also es ist eine funktionelle System, was hier ist. Hier hat man den, denke ich mal, Hauptschlafzimmer, Jenny. Das ist 1,80 x 2 Meter Bett. Ansonsten sehr, sehr hell gehalten. Mir gefällt dieser Stil. Schränke, weiß. Und hier hat man nochmal, Freunde, ein Balkon für dieses Schlafzimmer. Und da sind Wäsche draußen. Deswegen habe ich Vorhang nicht aufgemacht. Aber Jenny will auch die Wäsche sogar von Eigentümer euch zeigen. Das auch mal. Wir gehen weiter. Die Wohnung wird natürlich möbliert verkauft. Hier hat man nochmal Kissenparadies. Jenny ist es gleich aufgefallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Kissen. Die sind inbegriffen. Ansonsten wieder 1,80 x 2 Bett. Diverse Schränke in weiß gehalten. Klimaanlagen sind drin. Stuckarbeiten sind drin. Eine helle Wohnung und die Anlage. Die Vorspann, was ihr sehen wird, Freunde, gehört zu dieser Anlage. Das heißt, wir haben hier einen Gemeinschaftspool, sehr, sehr schöne Gartenanlage und Stellplätze en masse. Also ihr müsst nicht draußen außerhalb parken, wobei wir sind eine seitliche Block. Ihr könnt jetzt neben diesem Fluss parken und fußläufig, ohne eine Stufe zu steigen, herkommen. Natürlich hat diese Immobilie einen Aufzug. Wir befinden uns im dritten Stock, also auch nicht so niedrig, nicht so hoch. Wenn, sagen wir mal, Strom ausfallen würde, könnte man zu Fuß hochgehen. Trotzdem ist es nicht so niedrig, dass man eben, wie soll ich sagen, ich glaube, dritte, vierte Stock sind beliebteste Stockwerke hier. Okay, gehen wir noch vor, Jenny. Wir haben das Badezimmer gezeigt, die zwei Schlafzimmer gezeigt. Das ist die Diele. Ansonsten, die Immobilie wurde 2007 gebaut, ist aber sehr, sehr gut im Schuss. Wobei 2007 ist nicht so alt. 110 Quadratmeter. Ich denke, bei 110 Quadratmeter müsste man die Balkone abziehen, weil in der Türkei rechnet man die mit ein. Ansonsten habt ihr, glaube ich, alles gesehen. Boden schön, Decke schön, Wände schön, vor allem die Wände. Und wenn man in die Wohnung reinkommt, es riecht frisch, es riecht clean. Und das sind natürlich für uns die Argumente, wo wir eine Immobilie aufnehmen oder nicht aufnehmen. Wenn ihr sagt, wir wollen für immer in die Türkei auswandern, wir wollen nicht unmaß viel Geld ausgeben, dann finde ich hier einen super Platz. Das ist Raum Ober und das heißt Ikamet frei, Strandnähe. Also ich weiß nicht, also Standort her ist diese Immobilie nicht zu toppen, weil hinten sind Immobilien zum Beispiel von Best Homes. Da kostet 2 plus 1 das 4- bis 5-fache, weil dieser Standort sehr beliebt ist. Diese Immobilie von 110 Quadratmeter, Baujahr 2007, zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, das heißt, drei Zimmerwohnung, Kostenpunkt 185.000 Euro. Wenn ich euer Interesse erweckt habe, dann ruft uns sofort an und vereinbart einen Besichtigungstermin. Also eine der schöneren Wohnungen, die ich hier präsentieren durfte, aber in die Anlage von 5, 6 Blöcken, glaube ich, komme ich sowieso sehr gerne. Bis dann, Freunde, at homes.